Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 11 von Astronier. Ja, wie würde man damals sagen, Licht aus, Spot an und wie ihr seht, Spot funktioniert wieder. Und wenn ich mich hier drehe, dann seht ihr da in der Ferne auch schon das Gemisch und ich glaube, das Gelbe könnte sogar der Harz sein, den ihr da seht. Oder das Harz, auf jeden Fall seht ihr es da. Ich habe es geschafft. Ist total unerklärlich. Es gibt da einen Eintrag bei Proton, der heißt dann Protor Use Wein 3D gleich 1. Überall steht er so. Und ich habe auch 1 genommen und dann siehst du nichts. Und ich habe dann mal 0 gesetzt, weil wenn du einen Eintrag weglässt, startet das Spiel nicht. Setzt du 0, geht's komischerweise. Ich weiß zwar nicht, warum das so ist, aber es funktioniert, ich bin zufrieden. Okay, da wisst ihr Bescheid und dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir nach dem Martyrium letztes Mal mit dem Auto nach, wie wir da weiter vorankommen. Ne? Bis gleich. So, Auto haben wir hier stehen, aber das war jetzt nicht unsere Geschichte. Wir waren ja unterwegs. Ich würde mal sagen, wir haben bestimmt noch was hier drin. Also Biomasse ist klar, diese zwei Lampen sind auch klar. Aber da an dem Arbeitsgerät, da haben wir noch was, was hier rein kann. Das Gemisch können wir hier nehmen, genau. Jetzt lass mal gerade nochmal hier hingehen. Der kann dahin. Und der kann auch noch da rein. So, das passt hier. Was haben wir hier? Hier haben wir Aluminium. Nee, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Was haben wir hier unten jetzt noch für Möglichkeiten? Generator brauchen wir gerade nicht. Leuchtfeuer auch nicht. Arbeitslicht brauchen wir. Ja, Arbeitslicht brauchen wir. Was wäre das für Material? Kupfer haben wir aber nicht. Das war in den Bergen, hat der Mordrak geschrieben. Kleine Batterieverlängerung und kleiner Drucker. Verbindung, die brauchen wir auf jeden Fall noch. Da haben wir keine mehr. Die produzieren wir gerade. Wunderbar. Gut, okay. Dann sind wir, glaube ich, da erstmal mit fertig. Da wird auch ordentlich Aluminium produziert. Das ist alles gut. Wir haben noch irgendwo... Ah, da steht das Teil. Da brauchen wir noch eine Basis für. Hier eine mittelgroße Plattform A brauchen wir da. Können wir die in so einem Drucker hier machen. Kleiner Kiste, Arbeitslicht, mittelgroßer Drucker, nee, Sauerstoffverlängerung, Verteiler, mittelgroße Plattform A, dafür brauchen wir Harz, okay. So wie es aussieht, haben wir aber kein Harz hier, oder? Diese Lager sind jetzt alle leer, diese liegen ja flach da. Warte mal, da hinten ist das noch eine Plattform, die wir dafür brauchen könnten? Ich glaube ja, ne? Ja, der war da gerade eingeloggt und ich habe es nicht geschafft. Da ist doch eine Plattform A noch, ne? Und F ist erweitert, ne? Dann passt das doch. Hier war das Gemisch. Das brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen Harz. Wo war Harz? Da vorne. Hier wohl gerade nicht, oder? Weiß gar nicht. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht reinfallen. Und das sollten wir zuschauen, dass wir das Loch mal zumachen, ne? Aber hier ist unser Harz, den werden wir jetzt abbauen. Das nehmen wir erstmal hier weg alles. Da haben wir schon welchen, das ist schon mal gut. Ist auch noch was, aber da komme ich nicht mehr hin. Ups. Okay, dann machen wir hier einen Tee hin. Das müssen wir alles haben hier, dieses ganze Berg hier. Okay, das sieht schon mal gut aus, ne? Da war auch noch was. Ich glaube, das reicht erst. Gehen wir erst wieder zurück. Hätten wir natürlich auch mit dem Auto hier hinfahren können. Aber naja, haben wir jetzt nicht gemacht, ne? Ich glaube, wir haben bestimmt genügend Erde da. Aber ich denke mal, wir sollten hier mal schauen. Das ist unsere Basis, ne? Das heißt, wir müssen hier umschalten auf das. Und dann
mal hier die Erde glatt machen. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Gehen wir mal ein Stück vor. Ist schon ganz schön hoch hier, ne? Jetzt geworden, glaube ich, die Basis, oder? Das weiß ich gerade nicht. Bisschen Sauerstoff ziehen wieder. Ist das Loch schon zu? Nee. Okay, jetzt ist alle. Nicht so schlimm, aber ich glaube, wir fallen auch erstmal nicht rein, wenn. Das ist das Wichtigste. Wir hatten irgendwo jetzt was ausgewählt. War das dieser Drucker? Ich glaube ja, ne, oder? Mittelgroße Plattform A. Einmal bitte drucken. Das haben wir erledigt. Jetzt können wir hier natürlich auch noch entladen. Macht vielleicht Sinn. Das, was da ist, ist noch Erde. Könntest du da? Ja, genau so. Und jetzt noch hier aufklappen, weil da ist noch mehr Harz dran. So, das ist erstmal gut. Dann das wieder einklappen, das wieder einklappen. Das passt erstmal schon mal. Was haben wir? Achso, hier ist die Plattform. Ach, die brauchen wir jetzt gar nicht mehr, ne? Naja, dann haben wir sie jetzt halt. Noch eine. Ist aber nicht schlimm. Die kann man auch noch gebrauchen. Ist ja. Wir haben ja groß ausgebaut hier. Dann können wir die ja da erstmal hinstellen, ne? So, warte mal. Hier war. Das war dieser Arm, ne? Autoarm. Können wir mal da drauf machen. Weiß zwar nicht, ob es gut dafür ist oder nicht. Warte, was war das noch für ein Teil? Das war irgendwie ein Booster, ne? Feststoffsprungbooster. Ich habe keine Ahnung, ob der irgendwie nützlich ist für mich jetzt gerade. Aber ich habe ihn erstmal. Gut, ich glaube, das reicht jetzt nicht vom Dingens her, ne? Komm, dann stellen wir den hier unten hin. Wenn ich den da anschließe, anschalten. Und jetzt, was macht der jetzt, der Autoarm? Überträgt kleine Gegenstände in seinem Eingangsvolumen automatisch in ein Ausgangsvolumen. Zieht im aktiven Zustand. Sehr schön. Da müsste ich mal hier vielleicht noch fragen, was die so dazu meinen, was man damit machen kann. Köder schalten. Sammle Zinkblende. Ja, die haben wir nicht. Bewege und schleppen. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir schauen, dass wir was kriegen. Kupfer. Kupfer war in den Bergen. Ja, da ist unser Auto. Dann würde ich sagen. Wo finden wir Kupfer? In den Bergen, hat der Mordrak geschrieben. Hier sind lauter Forschungsproben. Okay, das haben wir gut hingekriegt. Was war? F ist umdrehen. Okay. Oh, eine Höhle in den Bergen. So, festgefahren, ne? Ja, leider. Ah, okay, ich hab's nochmal geschafft. Dann aber allerdings jetzt auf den Kopf. Und ich würde sagen, das ist jetzt hier sowieso nicht die beste Idee, so das zu machen. Weil wenn wir die Höhle erforschen wollen, dann braucht man Sauerstoff. Und wieder auf den Kopf.
Also da war schon mal eine coole Höhle, die würde ich jetzt auch mal dann entdecken wollen. Lass mal gerade aussteigen. Und wir müssen dann da hoch, ne? Ich glaube, da war das doch, oder? Ich glaube schon. War das hier? Ich glaube, das war hier. Okay, wieder zu weit gelaufen. Ich glaube, das war gerade hier. Weiter geht's. Und was hier hoch? Ich glaube, das war hier hoch. Und da war die Höhle, oder? Ja, da gegenüber. Okay. Und dann da hoch, kommen wir da hin? Okay, reicht das Tee hier? Nee. Das Tee reicht da gerade nicht. Okay, das passt. Und hier ist eine Höhle. Noch ein Tee. Die geht in zwei Richtungen. Einmal nach da. Aber da geht sie schon wieder raus. Also wollen wir da nicht weiter gucken. Sehr cool. Oh, ich habe keine mehr. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Kann ich den auch ein bisschen weiter mal hier links stellen? Bestimmt, ne? So, dahin. Kann ich noch zwei Schritte weiter gehen vielleicht, oder? Wir können ja mal einmal um die Ecke hier gucken. Okay, wir brauchen gar nicht weitergehen. Da ist nichts los. Aber ist schon eine coole Höhle, ja, muss ich sagen. Vielleicht können wir da auch trotzdem weitermachen. Und wo geht's da lang? Ist auch noch die nächste Frage. Aber da geht es gleich wahrscheinlich wieder raus, oder? Ja, da geht es wieder raus. Auch sehr schön hier. Gehen wir da mal gerade rüber, glaube ich. Irgendwo muss ja unsere Sauerstofflinie wieder sein. Da ist er. Dann gehen wir da mal schnell hin, damit wir wieder Sauerstoff kriegen. Gut. Was ist das da oben links? Das ist eine Forschungsprobe, oder? Aber da oben? Nein, das ist Harz. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Harz. Ja, da ganz oben ist Harz. Krass. Die ist böse, die auch. Da ist Harz. Und das hier ist? Forschungsprobe. Warte, da ist noch einer. Aber ich muss an meinen Sauerstoff denken. Kann ich die mitnehmen? Ich muss an die Linie, genau. Das machen wir erstmal. Da sind wir wieder dran, alles ist gut. Habe ich keinen Platz mehr im Rucksack? Okay. Jetzt hat er sie da oben hingesetzt. Jetzt geht's mir mal. Naja. Gut, dann würde ich sagen, können wir hier abbauen. Ah, da liegt sogar noch einer. Kann ich den nehmen? Dann das und Verbindung bauen. Aber da waren ja jetzt keine Wege mehr, ne? Also eigentlich brauche ich die gar nicht. Also ich brauche die Verbindung schon, klar, aber nicht so zwingend fort wichtig zum haben. Schalte den mal gerade an, dass die Batterien wieder voll werden.
So. Das reicht erstmal. Jetzt können wir da einsteigen. So. Fahren wir mal gerade zurück. Irgendwie ist das hier ein bisschen unwegsames Gelände, aber na, wir haben es geschafft. Steigen hier aus und machen hier erst wieder einen Cut. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.